Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Januar wurden die Panorama-Beiträge »Der Drückerkönig und die Politik« sowie Carsten Maschmeyer »Die Unschuld vom Maschsee« gesendet. In den Beiträgen wurde dargestellt, mit welchen Methoden Maschmeyers Strukturvertrieb AWD Tausende von Menschen um ihr mühsam Erspartes gebracht hat. Den AWD-Verkäufern wurde in Schulungen beigebracht, mit welchen Formulierungen und psychologischen Beeinflussungen sie Menschen dazu bringen konnten, wider alle Vernunft Geld in Anlagen mit hohem Risiko anzulegen und dafür oft auch noch Kredite aufzunehmen. Profiteur Carsten Maschmeyer, der inzwischen mit einer 500 Millionen Vermögen zu den 50 reichsten Deutschen gehört. Verlierer, Tausende von Kleinanlegern, die Maschmeyers AWD-Struckis über den Tisch gezogen und über das Ersparte für ihr Alter gebracht haben. Panorama zeigte auch, wie eng Maschmeyer mit hochrangigen Politikern persönlich bekannt und vernetzt ist. Bundespräsident Christian Wulff nennt Maschmeyer ausdrücklich seinen Freund. Anfang Februar haben wir unsere große Anfrage zu diesen Themen eingereicht. Die Antworten der Landesregierung darauf sind allerdings dürftig und unvollständig. Wir haben in unserer Anfrage unter anderem nach gemeinsamen Terminen, nach Verbindungen und Einflüssen von niedersächsischen Ministerpräsidenten und Carsten Maschmeyer seit 1990 gefragt. Und dann antwortet uns die Landesregierung, dass Informationen darüber im Wesentlichen erst ab 2003 vorliegen. Ich bitte Sie, das sind doch skandalöse Zustände. Jede Würstchenbude muss Unterlagen 10 Jahre lang aufbewahren und in Niedersachsen ist nach 8 Jahren schon nicht mehr nachzuvollziehen, was Ministerpräsidenten so getrieben haben. Wo sind die Unterlagen geblieben? Wer hat sie wann entfernt oder geschreddert und warum? Im Sinne der Transparenz von Politik fordern wir eine Überarbeitung der Vorgaben zur Aufbewahrung solcher Unterlagen. Das Thema ist hier noch nicht durch, meine Damen und Herren. Wir erfahren, dass Gerhard Schröder im Mai 1998 erklärt hat, es habe mit Maschmeyer zu keinem Zeitpunkt Gespräche gegeben. Das klingt wenig wahrscheinlich, wenn man weiß, dass 2,5 Monate vorher, einen Tag vor der Niedersachsenwahl, Maschmeyer 600.000 Mark in die Großanzeigenkampagne für Schröder, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden, gesteckt hat. Für eine weitere Anzeigenkampagne für 150.000 D-Mark für Gerhard Schröder bestreitet Maschmeyer, sie finanziert zu haben. Hat er recht? Ich zitiere aus einem Brief von Axel Prüm, damals Chefredakteur beim Marktinternverlag, vom 13. Juli 1998 an eine Mitarbeiterin der niedersächsischen Staatskanzlei, zu finden auf der Internetseite von Panorama. Weil Herr Maschmeyer naturgemäß Probleme damit hat, wenn er nun ein zweites Mal nach den 600.000 herauskäme, dass er Herrn Schröder persönlich finanziell unterstützen wolle, habe ich ihm angeboten, für ihn als Clearingstelle aufzutreten. Wir sind übereingekommen, dass wir Ihnen den Betrag formal zur Verfügung stellen. Zitat Ende. Umgangssprachlich nennt man sowas Strohmann. Als Dank für Maschmeyersche Großzügigkeit wurde er dann vom Ministerpräsidenten Glogowski, Schröder war inzwischen Kanzler, zu einem Essen im Gästehaus der Landesregierung eingeladen. Maschmeyer bestreitet zwar heute seine Teilnahme, hat aber kurz nach dem Essen einen Dankesbrief für den angenehmen Abend im Gästehaus geschrieben. Das ist der Beweis, dass Maschmeyer auch hier lügt. In diesem Brief formuliert Maschmeyer dann ganz selbstverständlich, der Vorgang ist wohl gar nicht so ungewöhnlich, 3 konkrete Punkte, die er sich für die gesetzlichen Regelungen zur Scheinselbstständigkeit wünscht. 2 davon wurden umgesetzt. So hat uns die Landesregierung auf Anfragen im Mai geantwortet. Und die Regelungen waren ganz im Sinne von Maschmeyers Geschäftstätigkeit. So wäscht eine Hand die andere. Der Volksmund nennt das Filz und wird verständlicherweise politikverdrossen. Die Linke wird diese unglaublichen Zustände überall und auch hier im Landtag bekämpfen. Das kann ich Ihnen versprechen. Zur Ära Wulff werden uns in der Antwort der Landesregierung einige Termine genannt, bei denen sich Maschmeyer und Wulff getroffen haben. Insgesamt gab es schon laut Antwort während Wulffs Regierungszeit mindestens 12 gemeinsame Termine. Bei einem Mittagsessenstermin im Januar 2004 steht in Klammern daneben unter anderem Optimierung Riester-Rente. Wir können uns die Frage wohl selbst beantworten, ob die Riester-Rente für Maschmeyer oder für die vielen tausend kleinen Anleger optimiert werden sollte. Meine Damen und Herren, nachdem am Dienstag der letzten Woche nachmittags auf der Panorama-Internetseite zu lesen war, die Antwort der Landesregierung auf die Anfrage der Linken sei nicht vollständig und es habe weitere Termine gegeben, wurde ich richtig neugierig. Die Panorama-Sendung am gleichen Abend wurde sehr kurzfristig abgesetzt. Ich weiß nicht warum, auf wessen Veranlassung, vielleicht auch auf welchen Druck hin, aber mich macht das nach den Einschüchterungsversuchen Maschmeyers gegen die Panorama-Redaktion im Januar sehr nachdenklich. Neben den vielen Boulevardblattfotos von Wulff und Schröder und Maschmeyer habe ich ohne Probleme im Netz Folgendes gefunden. Oktober 2008,
Empfang in der deutschen Botschaft in Peking. Und ich zitiere von der RP Online: Schröder ist gekommen, in seinem Schlepptau immer noch große Namen, der Chef der RWE AG, Jürgen Großmann, Carsten Maschmeyer, VW-Chef Martin Winterkorn, sie alle sind der Einladung Wulffs gefolgt. Warum fehlt dieser Termin in Ihrer Aufstellung? Das wollen Sie nicht gewusst haben? März 2010, von der Internetseite der Johanniter. Ministerpräsident Christian Wulff und Unternehmer Carsten Maschmeyer starten Luftrettungssimulator. Auch davon wollen Sie nichts gewusst haben? Dezember 2009, Nord-Süd-Dialog im Flughafen Hannover, zu lesen unter anderem in der HAZ. Dabei auch Wulff und Maschmeyer. Der Nord-Süd-Dialog, ein ausgewiesenes Netzwerktreffen zwischen Politik und Wirtschaft, das abwechselnd in Baden-Württemberg und Niedersachsen stattfindet. Schirmherren bis mindestens 2009, Christian Wulff und Günther Oettinger. Einer der Hauptsponsoren ist der AWD. Maschmeyer war natürlich dabei. Auch das wollen Sie nicht gewusst haben? Das ist nicht wahr. Im Internet auf der Seite von Sat.1 Regional finden sich Videos vom Nord-Süd-Dialog 2009. Und die Moderatoren informieren gleich zu Beginn, dass die Veranstaltung auch auf stkniedersachsen.de, der Seite der Staatskanzlei, live übertragen wird. Sie waren als Landesregierung in diese Veranstaltung voll involviert. Sie verschweigen uns absichtlich Termine, nach denen wir in unserer großen Anfrage gefragt haben. Warum reden Sie die Anzahl der Treffen runter? Warum antworten Sie nicht vollständig und wahrheitsgemäß? Warum brechen Sie die niedersächsische Verfassung? Was haben Sie da zu verbergen? Sie lassen mehr Fragen offen, als Sie beantworten. Das werden wir nicht auf sich beruhen lassen. Diese undemokratischen Zustände, wo sich Politik massiv vom Profitinteresse Einzelner steuern lässt und wo der Rundblick die berechtigte Frage stellt beim Nahenland Niedersachsen, wird die Linke nicht hinnehmen. Das verspreche ich Ihnen. Wir reden hier weiter über dieses Thema. Danke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege Haase, den Skandal mussten wir nicht durch Skandalisierung schaffen. Der Skandal war schon da. Wir haben hier gehört, die Landesregierung würde Druck auf Redaktion nicht begrüßen. In der Antwort auf unsere Anfrage haben Sie sich noch jeder Stellungnahme enthalten. Und auch hier haben wir gerade wieder was von der Staatsferne des Rundfunks gehört. Wir haben von Ihnen gar nicht erwartet und Sie auch gar nicht darum gebeten und nicht danach gefragt, sich in die Programmgestaltung einzumischen. Wir haben Sie gefragt, wie Sie bewerten, dass massiver Druck ausgeübt wurde. Und wissen Sie, wenn Sie hier auf die Staatsferne verweisen, sonst sind Sie doch nicht so zart beseitet, wenn es darum geht, ob im Tatort Niedersachsen irgendwie ein bisschen deppenhaft wegkommt und ein falsches Bild gezeichnet wird, dann kümmern Sie sich schon mal drum. Aber hier, wenn es um Pressefreiheit und Medienfreiheit geht, dann mischen Sie sich nicht ein. So funktioniert das nicht. Und wenn wir von Ihnen hören, Herr Bode, wir hätten die falsche Frage gestellt und hätten ja gefragt, welche Gesprächstermine es gegeben habe. Und dann sagen Sie, dieser Nord-Süd-Dialog war ja kein Gesprächstermin. Wissen Sie, was Herr Maschmeyer gesagt hat in die Mikros bei diesem Termin? Es seien ja jetzt eine Menge hochkarätige Leute bei dieser Veranstaltung und natürlich wolle er mit einigen von denen reden. Und wir können doch wohl davon ausgehen, dass er auch Wulff unter diese hochkarätigen Leute zählt. Und dann sagt er, er sagt aber nicht, mit wem er reden will, weil das wären natürlich auch immer vertrauliche Gespräche. Wissen Sie, ich finde das einigermaßen drollig, was Sie hier als Ausrede vortragen. Was ich erschreckend finde, ist, dass wir hier quer durchs Haus hören, das sei alles ein ganz normales Ausmaß und eine ganz normale Intensität von Kontakten. Wenn das alles ganz normal ist, dann ist es umso schlimmer. Wir glauben nämlich nicht, dass es zum Beispiel einem Sprecher einer Arbeitsloseninitiative, der sich mit dem Ministerpräsidenten über die Situation von Hartz-IV-Empfängern unterhalten möchte, ebenso leicht gelingen würde, Gesprächstermine mit dem Ministerpräsidenten zu bekommen, wie Carsten Maschmeyer zum Beispiel. Und das ist das demokratische Defizit, was wir hier haben. Wenn Sie dann noch darauf verweisen, naja, Regierungen müssten sich ja geeigneter Beratung bedienen, wissen Sie, Carsten Maschmeyer als Berater zu benutzen in Finanzdienstleistungsfragen, das ist ungefähr so, als würden Sie wirklich die bekannten Frösche fragen, wie man denn nun den Sumpf austrocknen solle.
Wenn Sie hier auf die Eigenverantwortung von Verbrauchern verweisen, dann würde ich Sie doch dringend bitten, sich mal die Schulungsvideos anzugucken, die Sie im Internet finden können von AWD, und auch die Stellungnahmen von Betroffenen anzusehen und sich mal zu informieren, wie viele Klagen Betroffener vorliegen wegen Falschberatung. Sie sollten sich auch mal informieren darüber, dass die Stiftung Warentest den AWD bis 2006 auf ihrer Warnliste hatte, und zwar aus guten Gründen. Und wenn Maschmeyer sagt, es handelt sich um bedauerliche Einzelfälle, dann kann man nur sagen, es stimmt nicht, es handelt sich um Tausende, wenn nicht Zehntausende Geschädigter. Von Seiten der SPD, Kollege Haase, hören wir würden einfach mal behaupten, der AWD hätte Drückerkolonnen eingesetzt. Ja bitte, das war so. Ist völlig unstrittig. Wenn ich Sie da falsch verstanden habe, dann nehme ich das an der Stelle zurück. Aber eins ist klar, der AWD hat Drückerkolonnen eingesetzt. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und wenn Sie sagen, naja, all das, was in der Antwort auf die großen Anfragen steht, Herr Haase, das ist ja alles gar kein Beweis dafür, dass es hier gewisse Beeinflussbarkeiten, Käuflichkeit und so weiter gegeben hätte. Für wie wahrscheinlich halten Sie es eigentlich, dass dieses Wechselspiel, diese zeitlichen Abfolgen von Aktionen und Reaktionen, die hier geschildert worden sind, zufällig zustande gekommen sind? Und um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, will ich dann aber auch sagen, Herr Grascher, dass jetzt ausgerechnet Sie hier auf die SPD draufhauen, das finde ich schon höchst erstaunlich. Sie haben zu Recht den Namen Mövenpick-Partei bekommen, das sollten wir an dieser Stelle mal nicht vergessen. Und deswegen sollten Sie aus Ihrem hauchdünnen Glashäuschen auch nicht mal Kieselsteine aufheben, um damit rauszuwerfen, das ist zu gefährlich. Und bei der CDU, um das auch mal zu sagen, also dass sie die Laufzeiten für die AKWs verlängert haben, was nur einem zugute kam, beziehungsweise vier, nämlich den großen AKW-Konzern, da frage ich mich auch, was da eigentlich an der Stelle das Motiv war. Ja, das ist schlimm, da haben Sie völlig recht da hinten, das ist extrem schlimm. Und dann will ich noch eins sagen, ich finde es äußerst begrüßenswert, wenn der Bundespräsident jetzt die Entmachtung des Parlaments beklagt, weil er damit nämlich Recht hat. Was er allerdings hier in all seinen Äußerungen überhaupt nicht berücksichtigt, ist, dass die Entmachtung der Parlamente auch dadurch eintritt, dass Leute wie Maschmeyer Einfluss auf Politik ausüben und auf der anderen Seite Politikerinnen und Politiker das auch mitmachen und solche Geschäfte und solche Wechselwirkungen hier betreiben und das alles zulassen. Und dass Maschmeyer versucht hat, zu verhindern, dass Oskar Lafontaine, Kanzler wird, das ist das größte Kompliment in seiner Laufbahn, was er bekommen hat, denke ich jedenfalls. Er hat das am Telefon am Montag bestätigt, dass er das als großes Kompliment empfunden hat, dass Maschmeyer so viel Angst vor ihm hatte, dass er in seine Geschäftspraktiken reingreift und das verhindert, dass er ihn verhindern wollte.